Herzlich willkommen im Studio des offenen Kanal Dessau. Ja, Dessau hat geschafft. Die Menschenkette am 9. März 2013. So hat das Netzwerk Gelebte Demokratie über 2500 Menschen auf die Straße gebracht und die Neonazis vom Stadtzentrum vertrieben. Ja, Netzwerk hat ja dafür engagiert, Bürgerinnen und Bürger auf die Straße zu holen und diese eben für diese Anliegen so zu gewinnen. Bürgerbeteiligung, ja, Politik hin und her, wo sind die Bürgerinnen und Bürger abzuholen und diese Partizipation der Bürger ist es im Moment überall das Thema. Migrantinnen und Migranten in Dessau-Roßlau hat ja an dieser Aktion auch zum ersten Mal dann beteiligt. Und wie sieht es Beteiligung der Migrantinnen und Migranten aus? Wie sieht das woanders aus? Auf der Landesebene in Sachsen-Anhalt. Dafür habe ich heute einen Gast hier eingeladen, Herr Mohammad, der Sprecher des Landesnetzwerks Migranten-Selbstorganisationen Sachsen-Anhalt. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, Herr Mohammad, Sie sind ja Sprecher seit der Gründung des Landesnetzwerks und seitdem stehen Sie ja vor diesem ganz großen Netzwerk vor. Aber zuerst, was ist NAMSA? Also wer ist es? Diese Frage bekommen wir immer, weil natürlich mit diesen Abkürzungen kann wenig angefangen werden. Und das Landesnetzwerk der Migranten-Selbstorganisation Sachsen-Anhalt ist ein Dachverband von Migrantenorganisationen, die sich sozusagen landverstreut sind, in Dessau-Halle, Magdeburg, Stendal, Sangerhausen, alle sagen Städte in Sachsen-Anhalt, Dessau natürlich. Und das ist für uns ein wichtiger Ort, wie wir immer hier, weil wir hier uns gegründet haben 2008. Und damals war die Initiative wichtig, war, dass wir sagen, sind nach Dessau gegangen und das Netzwerk wurde hier gegründet. Das Landesnetzwerk ist eine Dachorganisation und beinhaltet mittlerweile über 70 Organisationen, Einzelmitglieder, die bei uns Mitglied sind und wir als Landesnetzwerk deren Interessen vertreten wollen. Ja, und warum haben Sie zu einem Netzwerk geschlossen? Was ist das Ziel von diesem Verbund? Das Problem war ja, vorherige Jahre war immer schwierig, weil immer die landespolitisch, aber auch Verwaltung, aber auch Kultusministerien, aber auch Städte gesagt haben, naja, wir würden gerne mit euch im Dialog treten, aber wir wissen mit wem. Und es war immer schwierig, wollen wir mit Ihnen reden oder mit ihm oder mit Sie oder mit anderen Organisationen. Und da war uns die gemerkt hat, wir brauchen eine Dachorganisation, die sich sozusagen die Interessen und die Interessenvertretung der Migrantinnen und Migranten auf der Landesebene ist. Und wir haben uns mal 2007 schon mal angefangen, das heißt, die Geschichte ging ja schon ein Jahr vorher los in Halle. Wurde überlegt, was könnte uns helfen, was könnte uns voranbringen. Und da ist sozusagen ein Jahr rumgetüftelt worden, bis wir das Landesnetzwerk 2008 auf der Taufe gehoben haben. Und das mittlerweile seit über 4 Jahren. Wenn ich überlege, als wir das damals gegründet haben, war überlegt, wird das überhaupt was, können wir überhaupt das durchhalten. Aber ja, das geht auch. Und die Interessen unserer Mitglieder nach außen zu vertreten, mittlerweile sind wir ein unsichtbarer Partner auf der Landesebene. Muss man ein Verein sein, um Mitglied zu sein im LAMSA? auf keinen Fall. Also ich glaube, unser Ansatz ist zu sagen, genau das ist ja eine landesweite Netzwerk, die sozusagen aus ehrenamtlichen Kräften besteht. Das muss man die Stelle sagen, weil die Gesamtvorstand oder man sagen, bei uns sagen wir die geschäftsführende Arbeitsgruppe ist rein ehrenamtlich. Und das heißt, alle Mitglieder bei uns sind und auch sind einige Organisationen und einige Vereine. Und wir haben engagierte Einzelpersonen, die Lust haben, einfach mal unsere Arbeit zu unterstützen, weil das Problem ist ja so, dass wir in bestimmten Regionen in Sachsen-Anhalt haben, wo nicht so viele Migrantenorganisationen existieren, auch Initiativen nicht. Aus diesem Grund haben wir uns gesagt, wir brauchen dringend auch mal einzeln engagierte Menschen, die sozusagen bei uns in dem Netzwerk mit aktiv sind. Eine wichtige Aufgabe des Netzwerkes, aber auch sozusagen, ich finde nochmal, warum wir auch, geht darum auch natürlich auch die gesamten Informationen, die uns total wichtig sind. Was passiert im Land? Welche Angebote gibt es? Welche Fortbildung, Qualifizierung und können im Prinzip in jeder Ecke in Sachsen-Anhalt durch ein Netzwerk verteilt werden. Ja, Sie sagen ja mal, selbst auch Migrantenorganisationen, ne? Also auch Einzelpersonen können ja hier dann beteiligen. Aber
Was ist eigentlich Migrantenorganisationen? Also hier auf dem Namen vom LAMSA steht ja auch ausdrücklich Migranten-Selbstorganisationen. Was unterscheidet sich diese Organisationen von den anderen Wohlfahrtsverbänden? Also das, man muss ein bisschen die Geschichte der Migranten, Selbstorganisationen, Organisationen, das ist immer so ein strittiger Begriff, man bleibt immer hängen, aber ich glaube grundsätzlich, vielleicht muss man unabhängig, ob es Selbstorganisationen oder nicht Selbstorganisationen. Migrantenorganisationen sind Vereine, die von Migranten, die hier leben, aufgebaut worden. Wenn man die Geschichte anschaut, früher waren ja kulturelle Pflege, Sprachpflege, diese Migrantenorganisationen aufgestellt. Aber im Laufe der Jahre, und ich muss sagen, immer gewesen, das hat man immer politisch nicht wahrgenommen, die einen wichtigen Schlüssel für die Integrationsarbeit gespielt haben, sind Türöffner an zwei Welten und damit zu sagen, öffnet sich in beiden Welten die Blickwinkel. Und eine Migrantenorganisation, würde man sagen, ist eine, wenn man eine Vereinstruktur ist, ähnlich wie deutsche Vereine ist, die wird aber rein von Migranten und Migranten aufgebaut, verwaltet, umgesetzt, also auch thematisch alles, was sozusagen wichtig ist, ihre Arbeit vorangetrieben. Und das unterscheiden sich sozusagen rein rechtlich gesehen, kein Unterschied, sondern einfach rein inhaltliche Arbeit, rein Impulse, aber auch sozusagen Arbeit vor Ort ist ein wichtiger Faktor, dass Migranten auch andere Kompetenzen, andere Ressourcen und finde ich total wichtig ist, die haben Zugänge ohne Ende und die können auch viele Sachen im Laufe des Prozesses mit begleiten. Was ist so direkt die Stärke von Migrantenorganisationen so in ihren Aktivitäten? Also direkte Stärken, also wenn ich überlege, ein Beispiel Kinder-Jugendarbeit, um zu nennen, die haben einfach, weil wir haben oft Schulen, Kindergarten, die uns ständig anrufen und sagen, wir würden gerne eine Stelle Kontakt zum Elternaufbau. Wir wollen Eltern was Bestimmtes erklären, warum es geht, die Gesundheit der Kinder, aber auch was zu sagen, das Leben. Aber wir haben keine Sprachmittler, wir wissen, wie das kulturell bedingt ist, wir wissen gar nicht, wir würden haben Angst und Sorge, um in Fettnäpfchen zu treten und. Das heißt, aus diesem Grund sagen wir, hier gibt es Partnern und hier gibt es Organisationen, die das können. Die haben den Know-how von beiden Sprachen, die haben Know-how von beiden Kulturen, die können anders erklären, die können die Eltern anders mitnehmen. Und das ist ein wichtiger Faktor, ich habe ein Beispiel zu sagen, um die sichtbar zu machen, die Migrantenorganisationen können und die Mitglieder zu sagen, diese Organisationen können Wege mit begleiten, die man sonst normalerweise schwer an die Familien und an Kinder und Jugendliche kommt. Wenn sie so komplexe dann Aufgaben haben in der Gesellschaft, dann muss ja das Ganze natürlich strukturiert werden. Also auf welche Struktur bauen Sie dieses Netzwerk? Wir haben eigentlich sehr einfache Strukturarbeit. Also man muss sich vorstellen, wir haben die Mitgliederversammlung, die sich in zwei Jahren trifft, aber jährlich auch zum Arbeiten trifft. Dann haben wir die geschäftsführende Arbeitsgruppe und gibt einen Sprecher und dann gibt es, wir haben zur Unterstützung unserer Arbeit an so einer Servicestelle, die uns begleitet, weil natürlich wir können aus ehrenamtlicher Basis nicht viele Sachen auch nicht machen, deswegen brauchen wir eine Servicestelle, eine Geschäftsstelle, würde ich die auch so nennen, eine Stelle, und da, die uns begleitet, unsere kooperative Arbeit einfach im Blick hat. So sind wir aufgebaut und dann suchen wir sozusagen auch, dass unsere Arbeit dann aus ehrenamtlicher Basis groß und weit umzusetzen. Ja, diese vielfältige Arbeit, Felder und Aufgabenpunkte muss ja insgesamt dann koordiniert werden. Diese Servicestelle saß ja lange Jahre in Halle. Mhm. Und in diesem Jahr haben Sie ja diese Stelle nach Dessau dann verlegt. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben uns lange mit der Frage beschäftigt, was heißt das eigentlich, die Frage der Migrantenorganisation, was können wir selbst und welche Kräfte und dass wir selbst organisieren und auch natürlich Selbstorganisation heißt es auch, dass wir unsere eigene Geschäftsstelle organisieren. Aus diesem Grund ist es letztes Jahr ein strategischer Blick nach vorne wollten wir gehen, wir haben gesagt, wir wollen gerne mal den Fokus, bis dahin war die Geschäftsstelle bei der Jugendwerkstatt für Zukunft angegliedert, die uns sozusagen bei der Aufbau des Netzwerkes großen Teil auch unterstützt. Aber da war uns wichtig zu sagen, wir müssen einen Schritt weiterkommen, wie können wir dieses gesamte Netzwerk entwickeln, wir müssen auch unseren Mitgliedern, die auch reine Migrantenorganisationen sind, auch mal zeigen, dass es geht. Das heißt, wir können auch aus deren dass man da Initiativen auch viele Sachen umsetzen kann. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Servicestelle auszuschreiben.
Das heißt, wir haben uns nicht aus, sage ich mal, wir sind ja eine Organisation, die wirklich auch versucht, alle Kompetenzen des Netzwerks einzubauen. Das heißt, wir haben uns erstmal nicht entschieden für das, aber für uns war ein Ausschreibungsprozess. Ja, und das Multikulturelle Zentrum hat auch als Mitglied sich um diese Servicestelle beworben. Wir haben weitere Mitglieder, die sich beworben haben. Und es wurde eine Kommission gebildet aus der Geschäfts- und Arbeitsgruppe aus Mitgliedern, die dann über die, sage ich, Vergabe dieser Servicestelle entschieden haben. Ja, und die Dessau hatte die beste Karten gehabt. Und die Was Zusammenarbeit. denn genau? Also Was für war so uns. ausschlaggebend, dass die Geschäftsführerin der Arbeitsgruppe für Dessau entschieden haben? Wir haben uns damals gesagt, wir wollen gerne mal den Fokus nach Land, also von Halle wegnehmen. Das war ein Fokus, den wir gesagt haben, wir wollen gerne auch andere Städte das Netzwerk, weil wir landesweit sind und uns jetzt sagen, egal, aber gleichzeitig wichtig war, dass Infrastruktur existiert und dieser Rahmen hat dem Multikulturelle Zentrum die Rahmenstruktur und die Infrastruktur angeboten, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen starken Partner, die für uns bei der Umsetzung dieser Servicestelle unterstützt. Und ich glaube, das ist jetzt uns gelungen, das Multikulturelle Zentrum dafür auszusuchen. Und nach mittlerweile 3 Monaten können wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die es vor Ort passiert und die Unterstützung. Und das wird sozusagen auch durch die Unterstützung der Landesregierung, die Stelle muss man auch sagen, die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Frau Möbeck, das ist für uns ein starker Partner für die Umsetzung und die unterstützt diese gesamte Prozess, dass wir als die Migrantenorganisation Teilhabe im gesamten Prozess werden. Ja, die geschäftsführende Arbeitsgruppe, die besteht ja aus 7 Personen, Ja, ne? sieben. Also von 7 Organisationen oder 7 Personen. Also die Mitglieder, die sich da, also in der Geschäftsarbeitsgruppe, sind auch Mitglieder der Organisation. Das heißt, sie vertreten in der Geschäftsführenden Arbeitsgruppe keine Organisationen, die vertreten die Landesnetzwerke. Okay, und diese Leute legen also die Arbeitsschwerpunkte und geben sozusagen die Richtung dahingehend. Also welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie? Wir haben das Landesnetzwerk uns ja erweitert im Laufe des Prozesses und ich muss sagen, mittlerweile sind wir wirklich ganz gut aufgestellt mit Themen. Ich würde sagen, Kinder-Jugendarbeit ist ein Thema. Flüchtlingsunterbringung, auch sagen, politische Partizipation ist ein Thema. Teilhabe und für die Gesellschaft ist ein für uns ein Thema. Dann haben wir jetzt ein ganz neues aufgenommen, Spätaussiedlerin als Thema bei uns aufgenommen. Dann weitere Schritte für uns, es geht darum, wie können wir auch die Gleichstellung von Frauen und Männern als Thema bei dem Justizministerium arbeiten, eng zusammen mit den Arbeitsforen. Für uns ist weitere Thema, geht es darum, Forderungen von Migrantenorganisationen, auch finanzielle Forderungen. Da sind ja auch an Projekte, die landesweit laufen, wo wir auch das diese Richtung unterstützen. Also ich glaube, mittlerweile hat sich das Spektrum, das Themenschwerpunkt von Landesnetzwerk so erweitert, dass wir sagen, auf ganz, ganz viele Ebenen unterwegs sind. Das hat zu tun, dass wir einfach starke Mitglieder haben, die das thematisch und fachlich in der Lage sind, auch zu begleiten. Das heißt, wir nehmen nur Themen auf, die natürlich auch in Herr der Lage sind. Das ist uns sehr wichtig. Und wenn wir so überlegen, wenn wir Landesjugendhilfeausschuss sitzen, ist eine regelmäßige Gremium ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit zu verbringen. Und das ist manchmal ein Wichtiges dabei, dass wir natürlich Leute haben, die es auch können und das zeitlich auch vereinbaren können, solche Gremienarbeit zu begleiten. Und es ist nicht nur Landesgremien, sondern es ist auch auf Bundesebene Gremienarbeit notwendig ist. Und wir versuchen, diese Themen auch für Landesnetzwerk zu besetzen. Also so sind die Migrantinnen und Migranten auf der Landesebene so sehr gut dann vertreten, also fachlich begleitet, beraten und vertreten auch nach außen. Wo liegt an solchen Arbeiten so Schwierigkeiten? Wo gibt es so Stolpersteine, wo man also sagen muss, halt, also hier muss man aufpassen? Ja, also was die Stolpersteine angeht, ist es, glaube ich, unterschiedlich. Wir haben ja immer das Problem, dass die Frage der Zugänge in den Strukturen zu bekommen. Also wir merken, in manchen Stellen sind noch nicht alle Türen offen. Das heißt, man muss immer wieder mal dreifach klopfen, um reinzukommen. Für uns ein Stolperstein ist, wichtig ist, wie weit die Öffnungsprozesse vor Ort vorangetrieben sind. Also wenn wir Themen reinkommen, wie weit die gesellschaftliche Anerkennung zum Thema ist. Wenn wir auch unterwegs sind, merken wir das natürlich auch, welche Anerkennung, Resonanz von außen kommt, also für die Arbeit für Landesnetzwerk. Wenn ich überlege, was wir mittlerweile auch in bestimmte Stolpersteine angeht, ist auch natürlich so, dass wir versuchen, Fachthemen anzupassen.
Und wir natürlich auch da manchmal hartnäckig bleiben, sozusagen Thema Anerkennung der Abschlüsse ist ein schwer ein Thema. Das KÜFÜG ist sozusagen für unsere Stolpersteine, die wir auch natürlich sagen, also es ist ein novelliertes Gesetz, aber es geht natürlich um sozusagen an diese Gesetzesgrundlagen. Und ich muss überlegen, eine Situation, die mir nochmal, wenn wir natürlich aufgefordert werden von Landesregierung, mal Stellungnahmen, bestimmte Programme zu machen, müssen wir, und das ist uns gelingt mittlerweile noch besser, früher war es ein bisschen schwieriger, das fachlich kompetent zu bewerten zu können. Und mittlerweile haben wir auch unser Netzwerk aufgestellt, dass wir das auch können. Und die Migrantinnen und Migranten, die bei uns Mitglied sind, aber auch wir versuchen ja auch aus anderen eben fachlichen Unterstützung zu holen, unterstützen uns. Das heißt, es ist Ebene, wie können wir auch die Aufstellung des gesamten Netzwerks. Es ist einfach schwierig, weil für uns noch ein wichtigeres Beispiel ist natürlich die gesellschaftliche Anerkennung vor Ort für die Migrantinnen, Migranten, Migrantenorganisationen ist notwendig. Deswegen unterstützen wir auch natürlich diverse Netzwerke, die vor Ort aufgebaut werden. Also Migrantenrat ist Dessau, ist ein Beispiel, Bündnis der Migrantenorganisationen Halle, und wir sind dabei schon an andere Netzwerke auf andere Städte aufzubauen, weil natürlich ein lokaler Ansprechpartner notwendig ist für die Partner. Seit 2008 sind Sie ja Sprecher von diesem Landesnetzwerk. Was sind die größten Erfolge in diesen Jahren, was Sie so erlebt haben? Also für mich ist immer zu beobachten, wenn ich ein großer Erfolg, das kann ich immer sagen, und das würde ich auch vermutlich wichtig für uns ist, wir haben damals mit 40 Organisationen, mit 40 Mitgliedern angefangen. Wir sind jetzt 70. Und das finde ich großer Erfolg für das Netzwerk ist es gewesen, dass die viele Organisationen gesagt haben, wir wollen gerne mit dabei sein, weil es lohnt sich. Und wir haben Laufe dieser letzten 4 Jahren und mittlerweile laufende nächste Zeit, wo sagen, wir haben ganz viele neue Ideen, neue Impulse in die Gesellschaft reingebracht. Genauso Migranten aktiviert, die sagen, ihre Rolle und die gesellschaftliche Rolle gerecht zu werden. Gleichzeitig haben wir die Gegenseite, das Spieler auch aktiviert, das ist auch so zu lassen. Also es bedarf ja einer Gegenseitigkeit. Und nach meiner Einschätzung und nach meines das Landesnetzwerk, aber auch die Migranten, Migranten, auch Flüchtlinge mittlerweile als Gruppe, die schon jetzt kommen, die haben total andere Anspruch und andere Wahrnehmung an die Gesellschaft, die wollen mitgestalten. Und wir, Landesnetzwerk, unterstützen das auch mit vollem Herzen. Und ich sehe als ein wichtiger Erfolg, wie gesagt, das ist nur dass diese Kraft, die Motivation, die Menschen mitbringen und dabei umsetzen. Denn wir jedes Jahr, stelle ich fest, tauchen neue Leute auf, die ich noch nie in den Start oder in dieses Prozess gesehen habe. Und das ist für mich jedes Mal ein wunderbares, schönes Moment zu sagen, ja, Leute merken und es lohnt sich auch zu sagen, weiterhin die Strukturen zu begleiten und auch den Kraft zu geben. Ja, Sie haben im Laufe der Zeit jetzt zweimal Flüchtlinge genannt. Das ist so, glaube ich, so ein neues Feld, ne? Und da haben Sie auch jetzt einen neuen Schritt gewagt, was Flüchtlingspolitik betrifft. Was war das? Also wir haben uns überlegt, das war jetzt ganz Situation geschuldet, als wir in Bernburg, das GU Bernburg, Gemeinschaftsunterkunft in Bernburg unter Druck, also sagen wir auch mit rechten Stellen, muss man sagen, war ja ganz viele schwierige Situationen vor Ort mit Geziefer, aber auch Kakerlakenbefall und die Rahmenbedingungen waren einfach katastrophal. Trotz dessen war uns wichtig als Landesnetzwerk nicht irgendwie weiterhin darauf zu schimpfen und zu sagen, Sachen das Böse, Böse, sondern wir haben gesagt, wir wollen gerne was mit unterstützen. Und wir haben dort jetzt ein Pilotprojekt laufen, Aufbau von Heimbeirat. Das heißt, ein Beirat, der sich in Heim von Bewohnern dich sozusagen entwickelt und das umsetzt sozusagen, was auch das Interesse der Bewohner ist. Wir können feststellen, nach 5,5 Monaten des Beirates, es hat sich ganz viele Sachen Neues entwickelt. Das Problem ist, sag mal, ein Teil dieses Problems, die sagen, dieses, was immer Medien aufgenommen wurde, dass sozusagen das Kakerlake angeht. Mittlerweile ist es so, dass wir vor kurzem ein Gespräch hatten, letzte Woche, und ich muss sagen, das Bewusstsein bei der Bewohner aufzumachen, warum es wichtig auch selbst darauf zu achten, dass man bestimmte Sachen auch machen kann. War früher so, es gab die Heimleitung und sie hat die Informationen an die Bewohner gegeben, die natürlich
teilweise nicht verstanden haben, die wussten nicht, wie man umgehen konnte, die Zugänge waren etwas schwieriger. Jetzt macht das Heimbeirat. Das heißt, Heimbeirat übersetzt, transportiert Sachen, die für Gemeinwohl des Hauses wichtig sind. Dort transportiert und übersetzt Sachen, für die Teilhabe der Leute wichtig sind. Der prüft, was die Bewohner und Bewohnerinnen braucht. Also ein wichtiger Bestandteil, Sprachkurse, dass sie laufen. Kostenlose Sprachkurse für die Bewohner laufen zu lassen. Das ist jetzt im Laufen. Das heißt, die Sprachkurse laufen ja auch. Das heißt, wir haben Ehrenamtliche gefunden, die gesagt haben, ja, wir machen das Sprachkurs. Das Heimatbeirat prüft sozusagen, welcher jetzt die aktuelle GO, also sagen die Richtlinie, die ist rausgekommen vom Innenministerium. Und die ist jetzt total dran zu sagen, wir setzen gemeinsam das um. Und gestern gab es ein Gespräch in Bernburg mit den Landkreises, mit der Betreiber, mit den Heimleitungen und den Beirat, die gesagt haben, wir wollen diese Punkte, dass es sofort hier umgesetzt werden. Und wird sozusagen hier nochmal gemeinsame Lösungen entwickelt. Und wir können, glaube ich, alle Akteure dabei sind, stellen fest, ja, das lohnt sich, sowas aufzubauen. Also selbst organisieren, ja. Selbst verwalten, selbst die Verantwortung übernehmen und die Interesse eben nach außen zu vertreten. Ich glaube, zumindest Selbstverwaltung ist ein bisschen andersweitig, aber selbst Verantwortung übernehmen, aber auch selbst die Interessen der Bewohner umzusetzen, das ist ein wichtiger Faktor. Da kann man ja auch von unserer Umgebung einiges mitnehmen. Zum Schluss möchte ich Sie ja fragen, Sie haben ja schon so viele Erfolge dann zu verzeichnen. Was würden Sie nach 5 Jahren erreicht haben als LAMSA, als LAMSA-Chef oder überhaupt als Migranten-Selbstorganisation hier im Land Sachsen-Anhalt? Also für uns wäre ja, glaube ich, ein wichtiger Faktor in 5 Jahren, dass wir gute Strukturen haben, die auch vor Ort sind, die auch Ansprechpartner für politisch, für Gesellschaft, für Verbände, für Vereine und alle möglichen Organisationsformaten sind. Für uns wäre wichtig auch zu sagen, dass die Migrantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt einen Bestandteil und eine weiterentwickelte Willkommenskultur existiert, dass man hier bleiben möchte und auch Teil der Gesellschaft sein will. Und wichtiger Faktor finde ich auch nochmal, dass es sein soll, dass wir sagen, auch die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, ein wichtiges Thema ist, wo die Menschen sich immer wieder so sagen, darauf beängstigen und auch schauen, dass es zumindest ein Leben existiert mit gegenseitigem Respekt und Vollachtung miteinander und die Kulturen zusammenleben können. Das wünsche ich mir und ich glaube, wichtig wäre das auch nochmal, dass wir als Landesnetzwerk versuchen, das beizutragen, dass es eine andere Punkte in 5 Jahren erfüllt sind. Die Servicestelle von Landesnetzwerk Migranten-Selbstorganisation Sachsen-Anhalt ist in der Parkstraße 7 in Dessau im Haus des Multikulturellen Zentrums zu erreichen. Wohl telefonisch und per Mail können Sie jederzeit die Geschäftsstelle erreichen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Mohammed, und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg in den nächsten 5 Jahren und auch weitere Zukunft. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank auch.